Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Sprit in der ganzen Stadt, Sir. Voll tanken, bitte. Geht klar, Kumpel. Alles klar. Ich bin gleich fertig, Chef. Sie können sofort weiterfahren. War das alles, Sir? Danke. Fahren Sie vorsichtig, Sir. Mein Fehler. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey, Vito, setz dich. Ich hab mich mal über Carlos' Geschäfte schlau gemacht.
Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir.
Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi Bruno. Hallo Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs.
noted international explorer Sir David Devonshire. You know of all the traveling I've done in my career, from Texas to Tanzania. Wir sind gleich da. Fahr durch das Tor und in den Hof. My suitcase from roomy luggage. My roomy suitcase is all the space I need for my pith helmets, rhino sedatives and then some. So take it from me, Sir David Devonshire, the luggage so roomy, it can only be roomy. Holds everything you need. Kommt mit, Jungs. Aber überlasst das Reden mir. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentlemen. Mr. Wong erwartet Sie. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. Ja, da, das ist 35,000 Dollar. In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Komm, ab zum Wagen. Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Meine Herren? Scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs! Schieß mich aus! Sicher die Rückseite, Vito. Gib mir Deckung. Da kommt noch mehr! Gut gemacht. Aber es sind immer noch zu viele. Komm! Scheiße, wir können nicht zurück. Haut ab! Fenster weg. Gehen wir runter. Vito, tritt die Tür ein. Ist nur ein Streifschuss. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Halt ihn an, Vito. Ich bin der Beste.
Mann, du schießt ja beschissen. Okay, Showtime, Vito. Wie harmlos. Schießt du mit Platzpatronen? Ich geh dir weg und los jetzt. Helf mir gefällig! Los, ich bleib. Sauberer Schuss. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Gib mir Deckung. Ich geb dir Deckung. Aber du Wichser. Hast du das beim Militär gelernt? Los, Vito. Du bist wieder tot! Nicht schlecht, was? Mann, du schießt ja beschissen. Gib mir Deckung. Hey, du Arschloch! Hier! Ja! Helft mir, Leute! Dadurch werde ich berühmt! Scheiße, worauf wartest du? Da ist er doch! Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt! Na, Alter! Es ist vorbei!
Was zum Teufel sollte das, Henry? Central Radio, this is Brock and Ricky Fox. Oh, and in case you didn't catch that call I made to you about meeting up at the malt shop yesterday, don't sweat it, boys and girls. Because now, they've invented a new contraption that can get this. Answer your phone and record the caller's voice, and then allow you to listen to that recorded message when you get home. Is that too much or what? The future is now, kids. And guess what? I guess this means I won't have an excuse for not calling Cindy back, who, as you know, is Rock and Ricky Fox's main squeeze. Love you, Cindy. Right back at you. For Empire Central Radio News, I'm Rock and Ricky Fox. Wir sind da. Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße! Oh verdammt! Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut.
Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Barbaras Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Okay, Mädels. Schließt hinter euch zu. Vito und ich haben zu tun. Was zum Teufel ist los? Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Ah, Scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Wo fahren wir hin? Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil gestrichen. Scheiße, genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße, verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter... Was ist Verdammt, denn was ist denn da los? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Er hat eine Knarre! Du bist mausetot! Gib mir Deckung, Vito! Das ist alles? Dann blüht dir was. Verdammt! Wer macht denn so eine Scheiße, Vito?
Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Wer ist denn zu sowas fähig? Na, wer wohl? Gottverdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Komm, John. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey, das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong. Wie kann man nur so grausam sein? Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann noch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Shop Sui. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Na und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Hör mal, da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Oder willst du Carlo erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben, okay? Wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein, knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Ärsche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Verzeihung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Ich bin jetzt hinter der Bar auf. Vorsicht! Er ist bewaffnet, Rex Schreinhaus, ich bin damit. Falschen Anblick, was? Ich hab gleich keine Kugeln mehr. So, Vito, leg sie alle um, bis auf den letzten Mann. Schönen Grüßen von Onkel Joe. Pass auf, sie schießen von oben. Komm raus! Falsch.
großer Fehler, sich mit mir anzulegen. Los, Vito, wir rücken nach. Mach dir den Kerl auf der Treppe. Okay. Oben im Fenster. Zeig ihm, mit wem sie sich angelegt haben, Vito. Verdammt, wo kommen wir alle hin? Wo sollen die Kontrolle nach China sein? Lass mir ein paar von den Drecksitten übrig. Sag gute Nacht, Charlie Chan. Komm noch mehr! Hey, Vito, schlaf dich ein, verdammt! Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke, Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Aus der Deckung! Hoho, guter Schuss, Vito. Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Lass mir ein paar von den Drecksäcken übrig. Wie viele sind das denn noch? Ich hab noch jede Menge Kugeln. Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab.
Brechen wir uns da durch. Gib mir Deckung wieder! Du schießt wie meine Schwester! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Möchte ich nicht zum Feind haben. Los! Im Aufzug sind noch mehr von denen. Diese Typen sind hier. Okay. Oh, Rex Ryan hat mich erwischt. Ich hab gleich keine Kugel mehr. Nicht schlecht, was? Vorsicht, gib Deckung! Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und wenn uns jemand erkennt und Kallo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Ist das soweit? Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Drogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit. Das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfackeln. Vito, komm her. Oh, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre!
Der Kerl ist ausgerastet. Leute, geht raus. Gib mir Deckung, Verdammt. Hast du Schiss, Arschloch? Na. Versuchsbürger 1,80 groß. Verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Da sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Leute, geht aus. Verdammt. Hätte ca. 1,80 groß. Ein paar normaler Körperbau. Breaking news item. The Red Dragon restaurant in Chinatown is normally where you find the very best egg rolls in the city. But right now, you'll find nothing but okay. Wir haben sie abgehört. Komm ich nach Hause wieder. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. Sag mal, was soll der Scheiß? War halb so wild. Wirkliches Leben. Bist du gegen verfluchten Wahlkampf? Ich will gefälligst ein. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen? Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tongs gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Yeah. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig.